Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es nochmal eine Programmankündigung geben. Aller guten Dinge sind ja drei, und zwar die vom Carlsen Hauptverlag für Sommer 2023. Als nächstes bin ich gespannt, da kommt entweder Alle guten Dinge sind vier, dann doch noch die Programmankündigung von Kase und Crunchyroll. Ich plane aber eigentlich mal einen weiteren Teil meiner Manga-Sammlung 2022 zu veröffentlichen. Also insofern hoffe ich oder plane ich mit etwas Abwechslung. Und ja, wir sehen uns aber gleich erstmal wieder mit dem Carlsen-Programm. Und ja, ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Bei Carlsen können wir über 23 Sachen reden, wobei nicht alles wirklich neue Titel sind. Wenn man mal ehrlich ist, es sind viele neue oder andere Auflagen dabei. Aber wir sehen mal, wie das halt so läuft, wenn wir uns das Programm genauer anschauen. Und wir starten natürlich im April, und zwar mit einem neuen Titel. Und das ist Victoria's Electric Coffin von Ikuno Tajima, ein Action-Drama-Shonen-Manga. Der ist in drei Bänden abgeschlossen, zum Preis von 7,50 €. Und es geht um das New York der 1920er Jahre. Am Tag seiner Hinrichtung trifft David Douglas, ein Gefangener in der Todeszelle, Victoria Frankenstein, ein 13-jähriges medizinisches Genie. Diese Begegnung war der Beginn eines Lebens nach dem Tod. Dann kommt nämlich schon eine Neuauflage, und zwar von Naruto, die Schriften des Hyo, eine Massivausgabe von Masashi Kishimoto, ist ein Einzelband für 8 €. Schriften des Hyo war ein Naruto-Spin-Off aus dem Anfang der 2000er Jahre, das hier nochmal aufgelegt wird in einer Massivausgabe. Da gab es halt Charakterprofile, Informationen zu den Manga-Episoden und ein Ausklappposter. Und ja, also wenn ihr euch dafür interessiert, dann habt ihr hier jetzt die Chance, das nochmal neu zu erwerben. Dann haben wir außerdem die Ankündigung für den dritten One-Piece-Schuber mit den Bänden 24 bis 32. Der Lehrschuber kostet dabei dann jetzt 10 €, voll 69 €. Und außerdem noch eine neue Ausgabe zu Attack on Titan No Regrets, und zwar im eben diesem Deluxe-Format, was halt auch die Attack on Titan Neuauflage hat, von Hajime Isayama, Gunsnark und Hikaru Suruga, ein Einzelband zum Preis von 20 €, das waren ja mal zwei Bände. Und ja, auf jeden Fall auch hier No Regrets, ja auch ein Attack on Titan Spin-Off, das immer mal eine neue Auflage bekommen hat. Das war, glaube ich, das Spin-Off zu Levi, wenn ich mich recht entsinne. Dann sind wir im Mai mal wieder mit einem neuen Titel, und das ist Blue Box, einer der wenigen noch nicht verteilten Weekly Shonen Jump Manga von Koji Miura, Romance Shonen. Der läuft bisher in 7 Bänden noch, erscheint alle 2 Monate zum Preis von 7,50 €. Und Taiki Inomata ist ein Mitglied der Badminton-Mannschaft und in die Basketballspielerin Chinatsu Kano verliebt, eine ältere Mitschülerin, mit der er jeden Morgen in der Turnhalle trainiert. Eines besonderen Tages ändert sich jedoch ihr Alltag, und die Beziehung der beiden nimmt eine unerwartete Wendung. Dann kommen außerdem wieder zwei Titel von Junji Ito in diesem Programm. Der erste im Mai ist Remina, Horror Seinen Einzelband zum Preis von 18 €. Der erscheint natürlich wieder im Großformat mit Hardcover. Und ein Wissenschaftler entdeckt einen unbekannten Planeten und benennt ihn nach seiner Tochter Remina. Das Ereignis wird groß gefeiert, die junge Frau zum Star, bis plötzlich klar wird, dass sich der Himmelskörper auf die Erde zubewegt und andere Planeten dabei verschlingt. Remina wird zur Gejagten und soll geopfert werden, um den zerstörerischen Planeten aufzuhalten. Dann kommt außerdem der zweite Band der Joy-Reihe, also Joy Second, von Etsuko, Drama Boys auf Einzelband. Also, oder man könnte sagen, der zweite Band halt diese Reihe zum Preis von 8 €. Der heterosexuelle Manga-Zeichner Go Osaki und der schwule Four-Panel-Zeichner Yusuke Akne sind endlich ein Paar geworden und richten sich verliebt ihren Alltag ein. Allerdings hat Go ein Problem, bei dem Yusuke ihm nicht weiterhelfen kann. Denn er stellt sich immer noch unbewusst die Frage, warum ausgerechnet er glücklich sein darf. Auch Akunes Ex-Freund Hibiki verliebt sich neu und involviert dabei Go und Yusuke.
Dann kommt außerdem eine deutsche Eigenproduktion und das ist Bad Dog und Good Boy von Olschi, ebenfalls ein Einzelband für 7,50 Euro. Bad Dog ist ein Bösewicht mit Superkräften, der den Menschen zeigen will, wer jetzt das Sagen in der Stadt hat. Leider hat Bad Dog meistens Pech, denn wo es Unheil gibt, da ist Good Boy, der Freund und Retter aller Menschen, nicht weit entfernt, um den Tag zu retten. Durch unglaubliche Zufälle steht Bad Dog am Ende meist ebenfalls als Held da. Dabei will er den Menschen doch nur Böses und sich an ihnen rächen. Wird Bad Dog sein teuflisches Ziel erreichen können? Und dann sind wir im Juni bei Mr. Nobody auf den Spuren der Vergangenheit. Action Mystery Seinen in 3 Bänden abgeschlossen erscheint, alle 3 Monate zum Preis von 13 Euro, also sehr viele Dreien. Und Susumu Kawai erhält vom mysteriösen Mr. Nobody den lukrativen Auftrag für eine geheime Mission im postkommunistischen Russland. Ein auf der Strecke gebliebener Eisenbahnwaggon soll geöffnet werden. Klingt nach einem leichten Job. Doch die böse Überraschung lässt nicht lange auf sich warten und der Privatdetektiv sieht sich plötzlich als Gejagter in einem gefährlichen Strudel aus Verschwörungsszenarien und seiner eigenen Vergangenheit. Dann kommt außerdem zu Fruits Basket die sozusagen Fortsetzung, das Sequel Fruits Basket Another von Natsuki Takaya, Dramedy Shoujo Manga, der ist hier dann in 2 Bänden in dieser Edition abgeschlossen zum Preis von 12 Euro, also das sind 2-in-1-Bände. In der Hauptserie erfahren wir, dass die Mitglieder der Familie Soma sich verwandeln, sobald sie von einer Person des anderen Geschlechts umarmt werden. Und zwar in Tiere aus dem chinesischen Horoskop. Nicht jedes der 12 verfluchten Familienmitglieder wird mit seinem Schicksal gut fertig. Und dann ist da noch Kyo, der nirgends so richtig hinzugehören scheint. Doch mit Toru wird alles anders. Ja, wie gesagt, Fruits Basket kann ich ja wirklich nur empfehlen. Die Serie ist ganz, ganz, ganz fantastisch. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass das Sequel zu uns kommt. Dann kommen ebenfalls nochmal 2 neue oder andere Auflagen und als erstes die Neuauflage von Schattenaria von Sophia Garden, mittlerweile unter dem Pseudonym Oroken laufend und Anne Delzeit, in 2 Bänden hier eine überarbeitete Neuauflage im Großformat. Aus der Welt der Schatten gibt es keinen Weg zurück. Luca ist Rechtsmedizinerin und arbeitet in der Pathologie. Als sie eine neue Leiche auf den Tisch bekommt, ahnt sie nicht, dass sie gleich selbst das Reich der Lebenden verlassen wird. Denn ihr Patient hat Durst und katapultiert Luca mitten in einen Kampf zwischen Vampiren und Werwölfen, der in der Domstadt wütet. Dann haben wir außerdem noch zu Toriyama Short Stories eine Massiv-Edition, allerdings nur zu den ersten 3 Short Stories, halt in einem Einzelband von Akira Toriyama Action Shonen. Short Stories gab es von Akira Toriyama ja mal mehrere Einzelbände, 8, soweit ich mich erinnern kann. Hier sind 3 davon dabei, und zwar Wonder Island, Dragon Boy und Go-Go Eggman. Wäre vielleicht schön gewesen, sie hätten die Edition irgendwie auf alle Bände ja, aufgeteilt, weil so ist es jetzt die Frage, ob die anderen halt nochmal kommen oder nicht. Und es gibt wohl noch so einen Zusatzband, also man könnte die wahrscheinlich sogar auf 3x3 Bände hätte die irgendwie aufteilen können. Aber naja, zumindest zu diesen, wie gesagt, den ersten 3 Geschichten gibt es jetzt dann eine neue Massiv-Edition. Dann gibt es außerdem in dem Monat noch eine Manga zu Stitch. Da haben wir ja schon im vorherigen Programm gesehen, dass jetzt auch so Manga zu Disney-Umsetzungen immer mal bei Carlsen erscheinen. Von Yumi Tsukirino ist in 2 Bänden abgeschlossen, erscheint alle 2 Monate für 7,50 Euro. Da geht es jetzt also darum, dass die Abenteuer von Stitch jetzt nicht auf Hawaii spielen, sondern auf den japanischen Inseln von Okinawa. Dort freundet er sich schnell mit der kleinen Yuna an, die total gut in Karate ist. Und die beiden wären unzertrennlich. Das ist, glaube ich, auch eher was für eine jüngere Zielgruppe, gerade wenn ich mir so die Inhaltsbeschreibung durchlese. Und ebenfalls was für eine jüngere Zielgruppe ist in dem Monat noch der Kritzelkurs für One Piece und My Hero Academia, also 2 verschiedene für je halt die Manga, sind jeweils Einzelbände zum Preis von 10 Euro. Und es sind halt Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um kleine Chibi-Zeichnungen anzufertigen, wie sie auch auf den Covern zu sehen sind. Und ja, es klingt so, als würden sie damit halt hauptsächlich irgendwie Kinder ansprechen wollen. Und ja, Fenstereien vielleicht auch, aber mehr so nebensächlich. Dann sind wir im Juli bei Mirrors von Kayo Shirai und Posca de Mizu, also Autoren und Zeichnerduo hinter The Promised Neverland. Ein Shonen-Einzelband für 16 Euro, der kommt im Hardcover. Und
Hier liefern sie eine Sammlung aus drei Geschichten, die sich dem Leben und der Philosophie von Coco Chanel widmen. Ein elegantes Buch, das auf begeisternde Weise Schwarz, Weiß und Farbe miteinander verbindet und durch Interviewseiten ergänzt wird, die anhand von Anekdoten die Hintergründe eines atypischen Projekts enthüllen. Ist eigentlich tatsächlich recht interessant, also auf jeden Fall mal was anderes. Dann kommt außerdem noch die Manga-Adaption von Kingdom Hearts 3. Sind die anderen Kingdom Hearts-Teile, glaube ich, bisher nicht bei Carlsen erschienen. Die waren, glaube ich, bei Egmont von Shiro Amano. Action-Adventure-Shonen, der läuft bisher in 2 Bänden noch zum Preis von 7,50 Euro. Und Kingdom Hearts ist ja dieses Crossover. Also ich habe mich damit nie so wirklich beschäftigt, aber ich glaube, es ist das Crossover von Disney und Square Enix. Also da gibt es halt verschiedene Helden aus diesen beiden Bereichen, also die ganzen Figuren. Und da ist halt jetzt der dritte Teil sozusagen dieser Adaption. Dann haben wir als nächstes mal wieder einen japanischen Titel und zwar One Room Dog von Shota Sirokuma, ein Comedy-Shoujo-Manga, der ist in 4 Bänden abgeschlossen zum Preis von 7 Euro. Und was kann kuscheliger sein als ein Hund der Rasse Samoyed? Potomaru lebt mit seinem Frauchen Hitomi in einem 6 Tatami-Matten kleinen Apartment. Aber das schreckt den süßen Hund mit dem extra weichen Fell und die quirlige junge Frau ganz und gar nicht. Ein großer Garten ist vorm Haus und die beiden erleben tierische Abenteuer in ihrem turbulenten Alltag. Dann gibt es außerdem mal wieder Boys Love Autorenpflege bei Carlsen. Und das ist Herr Okura sucht nicht das Glück von Riese Torio, Autorin von Santa Maria Heartland, Drama Boys Love Einzelband für 7,50 Euro. Am Arbeitsplatz wird Herr Okura als fähiger und kompetenter Kollege geschätzt. Doch das ist nur eine Fassade. In Wirklichkeit ist er ein introvertierter Typ mit Kommunikationsproblemen, der in Gesellschaft eine Maske aufsetzen muss, um zu funktionieren. Der fröhliche Barkeeper Hiyoshi beginnt, sich näher mit Herrn Okura zu befassen und macht ihm einen Vorschlag. Willst du deine Kommunikationsstörung nicht mit mir überwinden? Dann kommt im Juli außerdem Ludwig Fantasia von Kaori Yuki, Action Fantasy Shoujo hier Einzelband. Das ist wieder eine Limited Edition oder der kommt wieder auch als Limited Edition mit einem Schuber zum Preis von 15 Euro. Gibt aber auch eine normale Edition für 10 Euro. Und das ist sozusagen das Sequel zu Ludwig Revolution. Und Prinz Ludwig und sein Getreuer Wilhelm reisen und erleben wieder verschiedene Abenteuer in der Welt der Märchen und Legenden. Und dann sind wir auch schon im August angekommen und zwar bei einer neuen Pearls-Edition und zwar zu Dear Angel von Yukiro Sugisaki, ein Adventure-Fantasy-Shoujo-Manga. Der wird hier in 10 Bänden erscheinen. Für 12 Euro sind also Doppelbände ungefähr wieder. Und Daisuke ist ein ganz normaler Jugendlicher und unglücklich verliebt in seine entzückende Mitschülerin Risa. Seit seinem 14. Geburtstag allerdings gerät er noch einiges mehr durcheinander. Sobald sein Herz vor Aufregung klopft, verwandelt er sich in den berüchtigten Meisterdieb und Verführer Dark, der schon bald von der Polizei gesucht wird. Daisuke ist wenig begeistert von seinem neuen Leben, in das dazu noch Risas Zwillingsschwester Rika tritt. Dann kommt in dem Monat der zweite Junji Ito-Titel, und zwar Tom Town, Schrecken aus der Gruft, Horror-Einzelband für 25 Euro, von Menschen, die zu Grabsteinen erstarren und Mädchen, die zu Schnecken mutieren. Über einen Tunnel mit dämonischem Geheimnis, lebendig scheinende Statuen und nicht so liebenswerte Ahnen. In 11 Kurzgeschichten fächert Junji Ito eine Horrorbandbreite auf, die das Herz eines jeden Gruselfans höher schlagen lässt. Und der letzte Titel für den August ist ebenfalls wieder eine Massiv-Edition und zwar zu Rock Lee, einem Naruto-Spin-Off von Kenji Taira und Masashi Kishimoto. Action-Adventure-Shonen hier dann in 3 Bänden abgeschlossen zum Preis von je 8 Euro. Und Rock Lee, ein Ninja aus Konohagakure, beherrscht absolut keine Ninja-Kampfkünste. Trotzdem will er ein richtiger Ninja werden und trainiert Tag für Tag, um sein Ziel über die verkommene Beherrschung der Körperkünste zu erreichen. Zusammen mit seinen Kameraden Tenten und Neji in der Gruppe des heißblütigen Meisters Gai setzt er im Training und im Dienst seine volle Kraft ein. Auch heute lässt er mit Kameraden und Gegnern wieder all seine jugendliche Power explodieren.
Und dann haben wir ganz zum Schluss noch zwei Titel im September und dann sind wir durch mit Carlsen. Als erstes kommt auch schon lange gewünscht One Piece Episode A, das One Piece Spin-Off zu Ace, was Boichi gezeichnet hat, von Boichi, Ryo Ishiyama und Eiichiro Oda. Action-Adventure Shonen in zwei Bänden abgeschlossen zum Preis von 7,50 Euro. An die Küste einer verlassenen Insel am Rande des East Blue gespült, dürstet es zwei Männer nach Abenteuern. Puma die Ace tritt als furchtloser Captain seiner eigenen Crew in die Fußstapfen seines berüchtigten Vaters und Mask Deuce wird das widerwillige erste Mitglied von Ace Spade Piratenbande. Überleben ist für diese Seeräuber nicht genug, denn gemeinsam suchen sie nach Schätzen und einer Route in die neue Welt. Hier habe ich mich nur gefragt, heißt Ace in der deutschen Variante immer noch Puma die Ace, obwohl sie wissen, dass sie das falsch übersetzt hatten? Okay, gut, da hatten sie jetzt auch nur 20 Jahre Zeit, um das zu ändern. Aber was soll's. Dann sind wir noch beim letzten Titel und zwar ist das das erste Character Guidebook von Tokyo Revengers von Ken Wakui. Da gibt es aktuell 3 Stück davon, aber es werden in der Zukunft wahrscheinlich noch mehr erscheinen zum Preis von 14 Euro. Der offizielle Character Guide zum Manga-Bestseller. Der erste von bisher 3 Guides deckt inhaltlich die Doppelbände 1 bis 4 ab und bietet viele Hintergrundinformationen zu den komplexen Charakteren aus der Welt von Tokyo Revengers. 170 Seiten, Ranglisten, Profile zu den Charakteren, Raumpläne sowie die Tagesabläufe der Tokyo Manji Gang zusammen mit Storyboard-Skizzen und exklusiven Farbseiten. Das also war das ganze Programm von Carlsen. Auch hier bin ich sehr auf eure Meinung gespannt. Also bei Carlsen hat man ja doch Verschiedenes gehört, wie man halt das Programm so findet. Gerade auch, weil es halt recht wenig neue Titel im Manga-Bereich sind, sondern viele Neuauflagen oder halt auch eher so westliche Produktionen in Anführungszeichen. Mich würde auch hier sehr eure Meinung interessieren. Und lasst mir gerne, wie immer, einen Daumen nach oben oder euer Abo da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.